geht es los. Jedes Jahr machen wir wieder wiederverwendbare Meisentöpfchen. Stimmt's, Leander? Machen wir jedes Jahr. Ne? Was kommt alles rein? Fett, Mehlwürmer, Sonnenblumen, Nüsse und Sonnenblumenkörner und Haferflocken. Und Haferflocken. Und verschiedenes Fett. Da Kokosfett und Margarine. Also ich tue jetzt hier Haferflocken rein. Danach so, mach ruhig noch zwei Löffel. Tue ich Mehlwürmer rein. Mach mal der Reihe nach, Spatz. So, Haferflocken. So. Lass erstmal umrühren. Also ich tue jetzt hier Mehlwürmer und Sonnenblumenkerne reintun. Und reingetan habe ich schon Haferflocken. Erdnüsse reingetan und ja, da drin sind jetzt Haferflocken, Erdnüsse, hier Sonnenblumenkerne und Mehlwürmer. Und das muss jetzt dann das noch muss jetzt gerührt werden und, dann und muss ganz davor habe ich vorbereitet. Was hast du jetzt noch gemacht inzwischen? Wir haben Stücke geholt, Mama hat derweil Bändchen und Knisterfolie in die Becher getan, damit das halt nicht durchfällt. Backpapier, ne? Genau. Und ein Bändchen an die Blumentöpfchen. Ne? Und die Tassen haben wir zurecht gemacht und Stöcke geschnitten, die dann in die Tassen kommen. Und jetzt muss die Masse kalt werden. Also ich fülle jetzt das Vogelfutter in die Näpflein und dann ist es fertig. Dann muss es auskühlen, richtig, damit es nicht wieder rausfällt. Und was muss noch gemacht werden dann? Nix. Ein Stückchen rein. Stückchen rein. So. Damit die Meisen auch da dran sitzen können, stimmt's? Ja. Ist ein bisschen groß für den kleinen Topf. Ja, das passt. So. Jetzt, jawohl. Eins fertig. Und die Mama matscht da drüben, damit alle rechtzeitig fertig werden mit dem Gematsche.